Zum Testfahren hatte Kawasaki Generalimporteur AD Bachmann am 21. und 22. März 2015 auf das Gelände des Suzuki-Autohändlers von Rotz in Münchwilen eingeladen. Dort wurden den Besuchern und Teilnehmern die 2015er ATV- und Side-by-Side-Modelle des japanischen Herstellers präsentiert und das mit der Möglichkeit, die Kawasaki Allradler Probe zu fahren. Für die Probefahrten war im Rahmen einer Baustelle eine übersichtliche Piste eingerichtet, auf der sowohl Anfänger als auch Routiniers auf ihre Kosten kamen. Gezeigt und getestet wurden die ATVs KFX 650 und 750 4x4 ebenso wie die praktischen Mule-Transport- und Geländefahrzeuge. Alle Interessenten mit Auto- oder Motorradführerschein konnten sich am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr für das Probefahren einschreiben. Bevor es dann losging, erhielten alle Fahrer, vor allem die Neueinsteiger, eine gründliche Fahrinstruktion. Der Parcours blieb anfangs weitgehend trocken, ganz im Gegensatz zum Regen- und Schneechaos im vergangenen Jahr. Erst am Samstagabend begann es zu regnen, was am Sonntag für nasse und rutschige Verhältnisse sorgte. Nichtsdestotrotz genossen es die Fahrer, durch die zahlreichen Kurven des Parcours zu driften.